Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Super Mario 64 Galaxy, Anflug auf Tempokomet. Alles klar. Ach nein, ich ahne Übles. Machen wir einfach mal den Tempokometen. Anflug auf Tempokomet. Ich kann jetzt. Bestimmt ist das andere jetzt da schneller, das, weil wir eben den Trumps da gemacht haben. Himmelcode, habe ich schon was gedacht. Mit den Trumps. Mit dem Froms. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen schneller gemacht. Alles klar, warum nicht? War ja irgendwie schon schwierig genug, oder? Oh, die Melodie. Komm schon, aber schaffen wir auch. Auch kein Problem. Wir warten hier einfach, wir gehen einfach auf Nummer sicher. Wir gehen einfach komplett auf Nummer sicher. Wir warten jetzt hier ganz kurz. Ganz gechillt. Kein Stress, nicht abhetzen. Alles ist okay. Außer, dass das riesige Ding davon zukommt. So, gut, die Plattformen bewegen sich natürlich auch. Bis. Hier ein beschissener. Schade. Okay, das hätte besser laufen können. Das ist doof gelaufen. Oh, Junge. Noch einmal, natürlich noch einmal. Natürlich noch einmal. Was ist los mit dir? Warte mal. Bewegt sich jetzt eigentlich auch die. Nee, ich kann die Kamera hier nicht bewegen. Ich wollte gerade gucken, ob sich drüben auf der anderen Welt jetzt auch alles schneller bewegt. Ob man das ein bisschen erkennen kann, weil ja Wasserfällen oder sowas. Konnte man aber nicht. Erkennen zumindest. Das heißt, wir holen uns mal ein ganzes Leben da. Das war knapp. Zack, lauf, 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 lauf. Sehr gut. Ah, nein. Okay, gelb. Das. Hierauf und direkt schon darauf. Alles klar. Gut. Oh, na gut, den warten wir noch ab. Okay, lauf rüber, lauf rüber, lauf rüber, lauf rüber, lauf rüber, lauf rüber. Lauf, 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 lauf. Hier hoch. Konzentration jetzt bitte. So, ich muss auf den darauf. Shit. Okay. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich das Ding aus Versehen deaktiviert. Idiot. Aber ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube, wir haben es. Wir haben es. Tempokomet. Lecke mich am Arsch, weil der schnell. Hat ein Tempokomet wahrscheinlich an sich. Das war aber. Ging aber. Aber ich bin immer noch krank. Wo kann das denn. Das kann doch nicht angehen, dass ich nicht gesund bin. Ich werde nie wieder gesund. Ich bin jetzt für immer und ewig krank. Juhu. Oh. Yeah. Glasschrank Galaxy, Tempomodus, Himmelkorridor. Speichern. Ja, okay. Gespeichert. Wunderbar. Wieder in dieser Galaxie. Beziehungsweise wieder in das Universum. So, machen wir erstmal hier eine hiervon, würde ich sagen, oder? So eine schöne Schwimmland-Galaxie. Werden jetzt eigentlich genug schwimmen? Testblase. Ha. Gucken wir uns das Dach mal an. Werden eigentlich in letzter Zeit genug schwimmen? Können wir mal wieder was anderes machen? Das war eine große Blase. Warum gab es eigentlich diese Glasschrank-Galaxie nicht im Badezimmer? Würde halt Sinn ergeben, weil halt, verstehst du? Winter, also weil Wasser. Okay, Todd ist abgestürzt, weil er ein Idiot ist. Und Todd ist zu blöd zum Fliegen. Okay, was. Da fliegen ganz viele Sachen umher. Was ist das? Da muss ich bestimmt rein, oder? Hey, wenn du große Blase reiten willst, dann hör besser zu, was Schildbürger dir zu sagen hat. Wenn du eine große Blase bist, drück A. Dann bläst du die Luft aus dem Sternanzeiger. Mit der Luft kannst du die große Blase von der Seite bewegen. Du musst vorsichtig steuern, aber es wird schon schief gehen. Oh Gott, jetzt muss ich da. Ach, oh nein. Okay, ich verstehe. Das wird ja super, gerade weil es bei mir so gut funktioniert im Moment. Okay. Ich will mal das Ding da haben.
Oh nein, 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 nein. Ich bin hier natürlich ganz kurz ein bisschen stiller. Das tut mir natürlich leid. Aber ich muss mich gerade mächtig konzentrieren. Mächtig konzentrieren muss ich mich. Ah, shit. Bleib locker, Ricky. Bleib locker. Alles ist gut. Du brauchst nur noch zwei Stück. Der eine kommt jetzt auf dich zugeflogen. Warte hier einfach. Einen noch. Den da. Yes. Oh nein, 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 nein. Shit. Huh. Oh Gott. Also es geht noch weiter. Oh nein, das wär's vielleicht schon. Kann ich da vielleicht einfach einen Dreiersprung rüber machen? Ja. Müsste eigentlich passen. Nicht? Schade. Wie schade. Ja, wie schade trifft es wohl sehr gut. Hier ist echt nicht. Das ist einfach nur der Stern schon da drüben. Schade. Ich hätte... Na gut, okay. Ich habe gedacht, ich kann mir vielleicht so rüber glitschen. Aber da hat natürlich Nintendo dran gedacht, ganz hohe Mauern hinzubauen. Ja gut. Schade. Komm schon, du bist aber durch das eigentliche Level noch nicht gestorben, Ricky. Das ist alles gut. Du bist durch das eigentliche Level noch nicht gestorben. Es ist alles in Ordnung. Einfach so weitermachen, wie du eben weitergemacht hast. Oh, shittity shit. Hier oben über... Ich muss mich hier... Ich muss das halt echt beschissen halten. Ich bin da so ein bisschen auch weiter weg vom Mikrofon. Das ist halt echt eine ungünstige Position, möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Was zum Fick ist das denn? Gehen wir nochmal da lang. Ist das jetzt einfach nur für Münzen jetzt gewesen? Dein Ernst, das war nur für Münzen? Aber Münzen bringt doch gar nichts. Ach nein, weil ich da nicht richtig rankam. Ich sitze hier beschissen. Jetzt bin ich doch gestorben dadurch. So ein Scheiß. Da werde ich eigentlich die ganze Zeit Skill bewiesen, so ein bisschen, ne? Manno, ärgerlich. Ja, komm. Scheiß auf die... Jetzt krieg ich den gar nicht mehr zu fassen. Muss halt echt ein bisschen weiter weg sitzen jetzt. Das tut mir leid. Muss es unbedingt mal anders positionieren. Ein bisschen besser vor allem positionieren. So, ich bin ganz kurz, weil ich jetzt... Ich höre den Stern schon. Bleib mal da. Lass ihn laufen. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Und jetzt durch. Nice! Boah, ich hab mir der Arm weh. Ne, ist der Wahnsinn. Ist mir komplett der Arm weh. So eine Scheiße. Oh Mann. Das ist ein bisschen... Ja, es ist halt eine scheiß Position für mich hier mit Sitzen und alles runter. Aber so viel Platz habe ich halt im Wohnwagen nicht. Ich sitze halt auch gar nicht so weit weg von der Sensorleiste. Das ist wahrscheinlich das Problem. Gut. Ich habe aber gesehen, wir haben ganz, ganz viele Sternteile. Ich weiß, jemand, der Sternteil liebt. Vielleicht haben wir jetzt schon genug für den Typen. Hallo, du da, ich gebe dir Sternteile. Komm her. La 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 la. Hey, du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon will ich essen. La 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 la. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich sechs... Oh, muss ich was kotzen. Komm, die Kotze schon hoch, Mann. Bist du abgebrüht. Ja.
Arschloch. Bist du verfressen? Na gut. Meine lieben Freunde der Sonne. Ich würde mal sagen, das war's dann erstmal für den Part von Super Mario 64 für Legend of Galaxy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, das auf jeden Fall eine positive Wertung, da würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Super Mario Galaxy. Bis dahin. Tschüss.